Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ist noch ein bisschen Licht, dann kann ich noch ein bisschen was erzählen. So, es war wahrscheinlich doch kein Wolf. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. In Niedersachsen soll es einen Wolfsangriff auf Mann gegeben haben, beziehungsweise einen mutmaßlichen. Niemand hat gesagt, dass es mit Sicherheit einer war. Da haben sich die Medien immer alle schön zurückgehalten und gesagt, es könnte einer gewesen sein. Bis auf die Bild-Zeitung natürlich, aber von denen erwartet man das auch nicht wirklich, dass die sich zurückhalten. Das machen sie nie. Ne? Jedenfalls kann man inzwischen anhand der DNA-Spuren, die man da gefunden hat, nicht beweisen, dass es da irgendwo einen Wolf gegeben hat. So, was heißt das jetzt? Das heißt, wir wissen es nicht. So, das ist die Kurzfassung. Was ist da passiert? Ein Mann war wohl am Friedhofszaun reparieren. Das muss ein Angestellter der Stadtverwaltung gewesen sein, also ein Gärtner im weiteren Sinne, darf ich glaube ich so sagen. Und hatte halt eben am Zaun hantiert und plötzlich hat irgendwie nach hinten gegriffen und so. Und dann hatte er was an der Hand. Und was er da an der Hand hatte, waren wohl die Zähne eines Tieres. So viel wissen wir mit Sicherheit. Und dass er von einem Tier gebissen wurde, wissen wir mit Sicherheit. Wie sich das zugetragen hat, wissen wir eigentlich nicht mit Sicherheit. Basiert halt alles auf der Aussage dieses Mannes. Dann hat er sich wohl umgeguckt und hat seine Hand wohl weggerissen und mit dem Hammer sich gegen den mutmaßlichen Wolf, der da wohl gewesen ist, entsprechend zur Wehr gesetzt. Und in der weiteren Entfernung sollen wohl noch 2 bis 3 weitere Wölfe entsprechend gewesen sein. Je nachdem, welche Quelle man hinzuzieht. So. Das war vergangenen Donnerstag, glaube ich, dass sich das zugetragen hat. Der Mann wurde auf keinen Fall so schwer verletzt, dass das ernst gewesen wäre, weil es erst einen Tag später zum Arzt ist. Das ist eine wichtige Information, wie ich finde. Und da hat man halt festgestellt, dass er auf jeden Fall von irgendeinem Tier gebissen wurde. Das ist auf jeden Fall ein Tierbiss. Und mehr hat man leider nicht feststellen können. Man ist dann nicht auf die Idee gekommen, da nach irgendwelchen DNA-Spuren am Biss zu suchen. Wurde halt gereinigt, die Wunde, und damit sind dann sämtliche DNA-Nachweise entsprechend hin. Was man dann später gemacht hat, nachdem dann entsprechend die Wolfsmonitoring-Menschen vorbeigekommen sind, die entsprechend dafür zuständigen Leute, die dann überall nach Spuren gesucht haben und dann auch entsprechend ein bisschen was mitgenommen haben. Man hat den Hammer konfisziert, mit dem er sich ja gegen den Wolf gewehrt haben soll, mit dem er auf den Wolf ja eingeschlagen haben soll. Man hat den Pullover des Mannes konfisziert sozusagen, zum Untersuchung mitgenommen, um zu schauen, ob da irgendwelche Wolfsspuren dran sind. Und man hat auf dem Gelände noch 2 bis 3, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, zusätzliche Tierhaarproben genommen, die man da in der unmittelbaren Umgebung von diesem Vorfall wohl gefunden hat. So, Resultat der DNA-Analyse, die übrigens das Senckenberg-Institut entsprechend macht. Das macht sämtliche DNA-Analysen für sämtliche Wolfsnachweise in ganz Deutschland. Alles ein und dasselbe Institut, das heißt, die sind da Profi. Und Resultat dessen, es waren alle möglichen Tiere, unter anderem Reh, Katze und Hund. Aber ein Wolf war auf keinen Fall dabei. Also da kann man sich sicher sein, dass bei diesen Proben nichts Wolfiges dabei war. Bedeutet das jetzt automatisch, dass kein Wolf da gewesen ist? Nö, das bedeutet bloß, man kann es nicht beweisen. So, und damit werden wir bis in alle Ewigkeit im Dunkeln tappen. Das ist so. Damit kann man quasi das Kapitel sozusagen auch schon abhaken. Aber wenn ich jetzt hier schon hocke und am Labern bin, kann ich noch ein bisschen mehr erzählen. Es gab im Rahmen dessen, dass zunächst mal das geschildert wurde, wie sich das zugetragen haben soll, gab es entsprechende Kommentare von der Wolf-Befürworter- und der Wolf-Gegner-Seite, sage ich jetzt mal so grob. Die Wolf-Befürworter meinten, dass in irgendeinem Bericht über den Vorfall stehen würde, dass der Mann wohl zwei schwarze und einen weißen Wolf in der weiteren Entfernung gesehen haben soll. So. Die meisten entsprechenden Medien, ich habe mal geguckt, geben überhaupt keine Farbangabe an. Aber irgendwo scheinen die das wohl gelesen zu haben, sagen sie zumindest. Und damit wäre für sie klar, dass es sich nicht um Wölfe handeln kann, die da gewesen sind oder was auch immer das für Tiere waren. Aber Wölfe waren es nicht, weil in Deutschland gibt es ja nur Grauwölfe. Gut, prüfen wir mal diese Aussage. Kann das stimmen? Es schränkt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Wölfe handelt, doch deutlich ein, wenn sie schwarz oder weiß sind. Es gibt durchaus schwarze und weiße Wölfe.
Es ist aber auch nicht korrekt, jetzt zu sagen, dass es unmöglich ist, dass die in Deutschland vorkommen. Das stimmt nicht. Die können bei uns schon auch vorkommen. Der Wolf hat in seinem Genpool sämtliche über das komplette Verbreitungsgebiet des Wolfs auftretenden Fellfarben irgendwo drin. Also es kann schon sein, dass durch irgendeine lustige Mutation bei einem neugeborenen Wolf, die normalerweise alle so eine Art graues Camouflage haben, bei uns in Deutschland als Waldwolf, kann es aber trotzdem eben entsprechend mal sein, dass durch irgendeine Mutation dann eine andere Fellfarbe bei rauskommt. Albinismus, weiß, ne, wäre also über Albinismus möglich. Das ist nicht sehr realistisch und nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich ist das doch. Und auch eine komplette Schwarzfärbung ist ebenfalls genauso möglich. Natürlich, wenn das wirklich stimmt, dass die diese Farbe angeblich gehabt hätten, nach dem, was der Mann erzählt, dann müsste man schon eben entsprechend das nochmal sehr, sehr deutlich hinterfragen, weil es ist einfach saumäßig unwahrscheinlich, dass solche jetzt das ausgerechnet gewesen sind. Und dann außerdem noch gleich drei speziell gefärbte Wölfe. Also das Dumme ist nur, diese angebliche Kommentar zur Farbe der Tiere, den finde ich nirgends. Die allermeisten Medien berichten da halt nichts drüber, dass der irgendwie die Farbe erkannt haben soll oder dazu irgendwelche Aussagen gemacht haben soll. Vielleicht liegt das daran, dass das ein bisschen als zu unkritisch betrachtet oder zu unwahrscheinlich betrachtet wird von den meisten Medien und sie einfach nicht drüber berichtet haben. Und die Wolfsbefürworter haben recht und nehmen diese eine Zeitung, die das mal mit der Farbe kurz hingeschrieben hatte, zu Recht so ernst, dass sie quasi demonstriert, dass da irgendwas nicht stimmt, so wie das passiert sein soll, also an dieser Geschichte irgendwas nicht stimmt, weil, das ist uns ja hoffentlich allen klar, potenziell wäre es möglich, dass der Mann sich, ich formuliere es jetzt mal absichtlich ein bisschen böse, damit jeder versteht, was ich meine, sich wichtig machen wollte. Ne? Sowas wäre ja theoretisch einfach möglich, dass das einfach völlig erfunden ist, die ganze Geschichte, und er sich den Biss an der Hand bei seinem Hund geholt, also bei Nachbarshund oder bei irgendeinem anderen Tier, das er vielleicht dazu auch noch extra provoziert hat. Was wichtig ist, dieser Biss an der Hand ist wirklich nur eine sehr, 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 sehr kleine Verletzung. Also wäre schon vorstellbar, dass er sich den irgendwo sonst wo hergeholt hat und der Mann einfach überzeugter Wolfsgegner ist. Wir wissen ja schon seit längerem, dass da die Emotionen sehr, 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 sehr hoch kochen. Gänzlich ausschließen kann man das nicht. Ne? Also es ist eine mögliche Erklärung für eben entsprechend diesen Vorfall, auch wenn ich das wirklich nicht unterstellen möchte. Ich sage nur, dass das potenziell theoretisch auch denkbar wäre. So, ansonsten sagen die anderen, also die Wolfsgegner, dass man dem Mann natürlich absolut glauben muss und der schon in der Lage sei, Wölfe zu erkennen, wenn er welche sieht. Kann schon sein, würde ich jetzt vielen, vielen, vielen Leuten entsprechend zutrauen, dass die, nachdem man jetzt auch wirklich entsprechend viele Bilder von Wölfen gesehen hat, einen Wolf vom Hund ganz gut unterscheiden können. Zumal die meisten Hunde ja, na, es müsste halt schon wirklich ein Hund sein, mit dem man den Wolf gut verwechseln kann. Und dass da eine Meute solcher wilder Hunde in dieser Stadt in der Nähe unterwegs ist, davon hat man halt auch noch nie was gehört und die hat man auch noch nie gefunden. Wolfsartig aussehende Hunde, also die scheinen auch nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu existieren. Also vielleicht findet man die noch, aber irgendwo muss es diese Hunde ja geben, weil die Hunde rennen ja nicht in den Wald und bleiben da und verstecken sich super gut. Die sind dann doch meistens in irgendeiner Form zu finden. Es müssten ja mindestens 4 als Rudel unterwegs seiende Hunde halt sein. Unwahrscheinlich. Ja? So, das wäre also erstens, der Mann erzählt Quatsch. Zweitens, es waren Hunde. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, es waren halt doch Wölfe. Und jetzt kommt halt eben wieder die Sache mit dem DNA ins Spiel. Dass man keinen Nachweis gefunden hat, dass es sich um Wölfe handelt, bedeutet nicht zwingend, dass keine da waren. Es kann schon sein, dass es Wölfe gewesen sind und man hat halt im Verrecken keine DNA von denen finden können, um da irgendwas nachzuweisen. Ja, also das ist durchaus möglich. Zumal es sich um Freilandbereich handelt. Wenn da ein Wolf irgendwelche Härchen verliert, dann sind die relativ schnell gegebenenfalls weggeweht oder vom Regen so sehr in den Boden gewaschen, dass man sie einfach nicht mehr findet. Und gesucht haben da 2 Leute vom Wolfmonitoring. Die haben da sicherlich eine gewisse Erfahrung mit dem Sicherstellen von DNA-Spuren, aber da ist auch keine Hunderschaft der CSI Miami Spezialleute oder sonst was entsprechend rumgerannt und haben da jedes noch so kleine Stückchen organische Substanz eingesammelt, was sie dann alles im Labor untersucht haben. Also der Probennahmeaufwand war durchaus dem Vorfall angemessen. Also ich mache da bestimmt niemandem einen Vorwurf und sage, man hätte da jetzt gleich CSI schicken müssen und also
wenn es das überhaupt gibt in der Form, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, so wie das im Fernsehen in den entsprechenden Serien dann betrieben wird. Das wäre völlig unverhältnismäßig gewesen. Aber dadurch haben wir halt einerseits keine Sicherheit. Ne? Wir haben also in keinster Weise wirklich einen Beweis, dass kein Wolf da war, genauso wenig, wie wir einen Beweis haben, dass einer da war. Und damit ergibt sich Option Nummer 3, es waren vielleicht als Option tatsächlich Wölfe. Und das klingt gar nicht so unwahrscheinlich, weil aus meiner Sicht, das hatte ich mir schon bei der ersten Schilderung des Vorfalls gedacht, wäre ein Szenario, das sich folgendermaßen zugetragen haben könnte, gar nicht so abwegig. Also, man steht am Zaun und repariert da, ist in Gedanken versunken und kümmert sich nicht um seine Umgebung. Die Wölfe kommen eben entsprechend aus dem Wald und merken, aha, da ist mal wieder ein Mensch. Und die kennen Menschen, weil sie zum Beispiel vielleicht sogar an der Stelle häufiger von Menschen mal was Leckeres zu fressen gekriegt haben. Weil, wie gesagt, es gibt ja auch Wolfsbefürworter und es gibt auch Leute, die den Wolf derartig romantisch verklären, dass sie ihm vielleicht sogar ein bisschen was zu fressen hinwerfen. Das gibt es definitiv, wissen wir. So, und vielleicht ist das an dieser Stelle häufiger passiert. Gerade in der Nähe von so einem Friedhof, wo das alte Omale vielleicht eventuell, ohne jetzt alten Omas irgendwas Negatives unterstellen zu wollen, eventuell da hier sich mit den Wolfen hat anfreunden wollen, weil sie vielleicht ein bisschen alleine ist, weil der Mann schon gestorben ist. Machen wir ja gerne, wir Männer. Wir verabschieden uns immer etwas früher. Und dementsprechend nur einfach mal in den Raum geschmissen. So ein Szenario. Gut, jetzt sind die Wölfe gewöhnt, dass Mensch was Positives ist, wo man hingehen muss und dann kriegt man aus irgendwelchen Gründen plötzlich was zu fressen. Jetzt ist da wieder so ein Mensch. Aber der Mensch nimmt keine Notiz von den Wölfen und denkt scheinbar auch gar nicht daran, ihnen irgendwas zu fressen geben zu wollen. Sorry mit dem Autofokus von der Kamera, das ist, wenn das Licht sehr schlecht wird, dann wackelt der gerne mal ein bisschen. Aber ich habe da eine gute Lösung. Manueller Fokus. Jetzt bleibt er, wie er ist. Folgendes. Wenn die denken, Mensch ist was, was ihnen Futter gibt, und Mensch steht jetzt aber da und ignoriert sie, dann kann es mir schon sein, dass sie dann ein bisschen näher kommen und wissen wollen, was ist denn jetzt? Kriegen wir jetzt Futter? Hallo, Mensch! Mensch reagiert nicht. Mensch! Mensch reagiert nicht. Mensch streckt plötzlich die Hand nach hinten. Wolf steht relativ nah dran, weil er wissen will, ob er jetzt noch was zu fressen kriegt oder nicht. Wolf sieht die Hand und will vielleicht am Mensch mal ein bisschen zerren, um mal kurz auf sich aufmerksam zu machen. Nimmt also die Hand so leicht in den Mund und weist darauf hin, dass er da ist. Mensch kriegt einen Schreck, reißt die Hand weg, verletzt sich dann natürlich an den Zähnen vom Wolf. Nicht schwer, wichtig. Und dreht sich um, da ist ein Wolf, nimmt den Hammer und will sich gegen den Wolf verteidigen, weil er Mordsangst kriegt und denkt, der Wolf hätte ihn gerade gebissen. Dabei wollte der Wolf vermutlich, es ist nur meine Theorie, entsprechend nur ein bisschen an ihn zerren und auf sich aufmerksam machen. Warum gehe ich davon aus, dass das keine aggressive Handlung war, dieser Biss? Weil, wenn es ein Biss gewesen wäre, der die Absicht gehabt hätte, in irgendeiner Form dem Mann zu schaden, dann wäre die Hand ab. Schlicht und ergreifend. Also ein Wolf, der hat ein Beißgewicht, das ist jenseits von Gut und Böse. Wenn der wirklich mit aggressiver Absicht zubeißen möchte, dann sieht das verdammt nochmal anders aus als so ein paar Kratzer, die von einem Tierbiss herrühren. Das ist dann nicht so ein ganz kleiner Biss, sondern das ist dann ein richtig, richtig, richtiger Biss. Solche kleinen Bisse kommen aber eben vor, wenn sie zu Kommunikationszwecken sich gegenseitig ein bisschen durch die Gegend zerren. Und wir wissen auch von Leuten, die halt eben mit Wölfen leben, das kann man ja als Mensch, man kann ja quasi sich einen Wolfsrudel halten und mit denen wolfartig zusammenleben und sich mit denen gegenseitig das Maul abschlecken und so weiter und so fort. Kann man machen, muss man nicht unbedingt, kann man aber. Und da ist durchaus so Verhalten wie mal an der Hose zerren vom Mensch, am Ärmel zerren vom Mensch oder natürlich auch mal die Hand da entsprechend vom Mensch in den Mund nehmen oder andere Teile vom Mensch so pseudo beißen, das ist durchaus ein dokumentiertes Verhalten. Inwiefern das jetzt besonders typisch ist, das kann man nicht sagen. Inwiefern das wildlebende Wölfe automatisch anwenden, wenn sie jetzt versuchen mit einem Mensch, den sie als Futterquelle entsprechend einstufen, also als wirft mit Futter um sich Quelle, so rum, nicht als Futterquelle im Sinne von kaputtbeißen und auffressen, einstufen. Ob die mit jemandem so umgehen würden, das wissen wir einfach nicht. Aber wenn, dann würde ich es persönlich mir so vorstellen, dass das ungefähr so ablaufen würde. Also, angenommen, es wären wirklich Wölfe da gewesen,
dann klingt die ganze Schilderung von dem Ganzen, was da passiert ist, zumindest mal nicht sonderlich unplausibel. Und da wir ja wissen, dass es da einen Wolfsrudel irgendwo gibt in der Gegend, das ist dokumentiert, aber keiner eine Ahnung hat, ob es da jetzt nun einen Rudel wildlebender Hunde gibt. Die wildlebende Hunde-Variante halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Entweder ist es tatsächlich einfach schlicht und ergreifend, dass der Mann Blödsinn erzählt und sich ihr seinen Biss sonst wo geholt hat, um eben zu simulieren, dass da Wölfe waren. Oder Variante 2, da waren tatsächlich Wölfe. Aber wichtig, auch bei Variante 2, dass da tatsächlich Wölfe waren, muss man festhalten, dass die Wölfe, die da waren, offensichtlich in keinster Weise irgendwelche aggressiven Absichten verfolgt haben. Ne? Das ist dann schon nochmal wichtig, das eben entsprechend zu betonen. Das waren, wenn sie da gewesen sind, Wölfe, die irgendwie neugierig waren, die einen gewissen Kontakt gesucht haben, und dann kam es unfallmäßig zu einer leichten Verletzung. Das war auf keinen Fall ein Angriff. Auf keinen Fall. Das kann man wirklich ausschließen. Wäre das ein Angriff gewesen, das würde wirklich anders aussehen. Ne? Insbesondere da sie ja als Rudel unterwegs sind. Die sind nur dann als Rudel unterwegs, wenn sie irgendwie auf was Fressbares aus sind. Entweder, weil sie zum Betteln irgendwo hinkommen und wissen, da gibt es eine Futterquelle, oder weil sie auf andere Art und Weise zu einer Futterquelle kommen, die sie dann halt eben abmurksen und auffuttern. Ne? Sind ja Raubtiere. Ja, und das ist meine Spekulation zu dem Thema, weil was anderes als spekulieren können wir halt eben entsprechend nicht. Ich halte persönlich, aber rein Spekulation, ne? Ich habe keinerlei Anhaltspunkte. Ich weiß auch nur, was in den Medien entsprechend gesagt wurde. Ich persönlich halte das Szenario, dass tatsächlich Wölfe da waren und es zu einem kleinen Missverständnis zwischen Wolf und Mensch gekommen ist, halte ich für vielleicht sogar am wahrscheinlichsten. Naja, sagen wir mal 55 zu 45%. 45% glaube ich, das ist alles Mumpitz, die ganze Geschichte. Und 55% glaube ich, ja, es könnten halt doch Wölfe gewesen sein. Aber ich betone, ich glaube. Ja, das ist eine reine Glaubensfrage. Beweisen kann man nichts. Und was wird jetzt gemacht? Weil man halt eben das vermutet, dass es doch Wölfe gewesen sein könnten. Naja, man versucht jetzt das Voice Monitoring auf das entsprechende Rudel sehr stark zu intensivieren. Es sollen mehr Kameras aufgehängt werden im Wald, dass man diese Wölfe also noch besser dokumentieren kann. Die sollen gegebenenfalls, das hat irgendjemand mal so in den Raum geschmissen, vielleicht auch mal besendet werden. Und man ist da jetzt noch ein bisschen dran, wie man jetzt am besten das Voice Monitoring intensivieren könnte. Habe jetzt keine ganz, ganz aktuellen Angaben, was da jetzt exakt gemacht werden soll. Aber dass man es intensiviert, halte ich für auf jeden Fall eine gute Idee. Ist in jedem Fall immer gut. Da gibt es nichts Negatives dran. Und dann kann man ja mal schauen, ob man da vielleicht eventuell in Erfahrung bringen kann, ob diese Wölfe häufiger mal an diesem Friedhof vorbeischauen. In dem Bereich des Friedhofs haben sie nämlich auch schon entsprechende Wildbeobachtungskameras aufgehängt. Oder wenn nicht, dann haben sie es noch vor. Und das ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Methode, weil wenn das häufiger gerade an diesem Friedhof eben entsprechend stattfindet, dass die da Futter kriegen, dann werden die da auch in irgendeiner Form vielleicht nochmal wiederkommen. Es sei denn, dieser Vorfall jetzt hat sie dazu veranlasst, nicht nochmal wiederzukommen, weil sie vorsichtig sind, und das sind sie für gewöhnlich. Eventuell kriegen wir über diesen Wege nochmal irgendwelche neuen Informationen, werden da in irgendeiner Form schlauer. Und wenn nicht, wenn da nichts mehr kommt in der Richtung und sie überhaupt keine Wölfe da in der Gegend feststellen können, dann haben wir auch Informationen, nur halt in eine andere Richtung. Weil das wäre dann schon extrem unwahrscheinlich, dass das so ein totaler Einzelfall, dass die da einfach mal kurz vorbeikommen, schnell mal den Mann in die Hand zwicken und dann wieder abhauen und nie wieder gesehen werden. Nee. Mm-mm. Warten wir es ab. Wichtig wäre doch zu sagen, ändert das irgendwas an dem, was wir bisher über Wölfe in Deutschland wissen? Nee. Nicht wirklich, weil dass, wenn die angefüttert werden, sie einen gewissen Kontakt zum Menschen suchen und da hinkommen und um Futter betteln, das wussten wir schon vorher. Das ist nichts Neues. Absolut bekanntes Verhalten, sollte es das gewesen sein. Ne? Dass es dann auch, wenn der Mensch überhaupt nicht mitgekriegt, dass die Wölfe da ist, zu einer Berührung zwischen Wolf und Mensch kommt, auf wölfische Art, nämlich, ne? Wäre jetzt auch nicht so abwegig. Wäre halt einfach nicht besonders abwegig. Und wenn du dann halt deine Hand rausreißt, dann wirst du halt verletzt. Vielleicht, also
Wölfe sind ja durchaus in der Lage, Dinge im Maul zu transportieren, ohne die Dinge kaputt zu machen. Ihre Jungen zum Beispiel. Also das geht schon. Und vielleicht war das einfach so ein Versuch, da einfach so ein kleines bisschen an der Hand zu zerren. Aber wenn man dann mit Schmackes die Hand wegreißt, darauf möchte ich hinaus. Und damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich dazu zu sagen hatte und was ich dazu sagen wollte. Und wenn es euch interessiert hat, ist schön. Und wenn nicht, dann habt ihr 20 Minuten eures Lebens mal wieder verschwendet und euch unnötig betüxen lassen. Selber schuld. Macht's gut.